Hallihallo und willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Elia T. und ihr seid bei ET Video und Content. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer speziellen Interviewfolge mit einem speziellen Gast. Wir reden heute mit Ralf Bühler. Wer ist Ralf Bühler, wird sich der eine oder andere vielleicht von euch fragen, weil Ralf Bühler gehört zu den Menschen, die auf, ich würde mal tippen, mehr Demos gewesen sind als der durchschnittliche Demogänger in unserer sogenannten Bewegung, aber der dennoch, obwohl er nie versucht, sich im Hintergrund zu halten, von weniger als durchschnittlich Leuten eben wahrgenommen wird. Die meisten Menschen, sie fixieren sich auf die Protagonisten, die man aus der vordersten Reihe, ob zu Recht oder Unrecht, eben kennt über die letzten 2 Jahre. Die Namen möchte ich nicht aufzählen. Spannender ist es zu wissen, dass es auch andere, in Anführungszeichen unbesungene, vielleicht nicht unbedingt Helden, aber Charaktere gibt, eben in unserer Bewegung, die vielleicht mehr Aufmerksamkeit verdienen, weil sie teilweise mehr und vielleicht sogar pertinentere, also relevantere Dinge zu sagen haben, als einer oder vielleicht sogar die meisten, ja, der sogenannten etablierten Köpfe, die so ein bisschen die Stoßrichtung in unserer Denk- und Freiheitsbewegung hier vorgeben. Deshalb freue ich mich heute, mit ihm zu sprechen. Es geht um Ralf Bühler, der Mann, der ansonsten, ich will nicht sagen nie sprechen darf, aber zu selten sprechen darf und ganz oft, liebe Freunde, mit der lapidaren Begründung, die so schön nebulös ist, dass sie alles und nichts bedeuten kann, dass der Mann angeblich zu, wie ich hier getitelt habe, krass sei. Ja, wer ist er? Dieser Mann, der so krass ist, dass man ihm offensichtlich keine Redezeit einräumt, obwohl wir eigentlich alle händeringend nach Menschen Ausschau halten sollten, die so gut verbalisieren können, wie das der Ralf eben kann, was wir alle innerlich denken und fühlen. Ich habe mir den Ralf schon einmal in den Stream geholt. Das bedeutet, alte Fans meines Kanals, alt bitte nicht falsch verstehen, ja, ungeachtet dessen, wie alt ihr biologisch seid, im Sinne von Menschen, die meine Arbeit schon etwas länger beobachten, ja, werden den Ralf aus der Vergangenheit kennen. Letztes Jahr, vor dem großen Aufschlag am 1.8., habe ich ihn mir schon mal zusammen mit Eva Rosen damals in den Stream geholt. Das war der 10. Juni. Ja, da hatten wir uns noch über das eine oder andere, auch politische Vorhaben damals noch unterhalten. Eva war ja damals noch groß bei der Basis aktiv. Ralf, weiß schon gar nicht mehr, wie er dazu stand, wird er uns nachher vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen können, ob er eine Rettung für uns sieht im politischen System oder nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, Ralf ist mir schon aufgefallen, weil ich den Mann persönlich kenne von den Demos, die Thorsten Schulte und ich ab Ende April bis in den Juni hinein in Berlin jede Woche am Stück vor dem Brandenburger Tor durchgezogen haben. Und irgendwann mischte sich dann dieser charismatische junge Mann, a.k.a. Ralf Bühler, ja, auf einmal halt unter die Menge, meinte, er hat Redebedarf und weiß Gott, seit ich ihn habe reden hören, habe ich gedacht, man mag es ihm nicht auf Anhieb ansehen, aber der Mann hat etwas zu sagen und bei Gott, wenn es nach mir ginge, würde ich ihm gerne mehr Redezeit einräumen und auch überhaupt mehr Menschen seiner Art von seinem Schlag gerade heraus und ehrlich in unserer Bewegung willkommen heißen und vor allen Dingen größere Redeanteile einräumen. Deshalb, liebe Freunde, ich hole weit aus, aber liebe Freunde, ich tue das, weil Ralf halt nun mal eben nicht zu den Protagonisten der allerersten Reihe gehört. Zudem will ich ihn auch nicht unbedingt machen. Das muss er selber entscheiden, ob er sich in der zweiten Reihe vielleicht sogar ganz wohl fühlt und vielleicht sogar effizienter ist. Aber ich wollte ihn euch ein wenig, sage ich mal, anmoderieren, damit ihr wisst, warum und vor allen Dingen auch ein Stück weit wen ich mir hier also heute in unser Gespräch hole. Ja, behaltet bitte noch eine einzige Sache im Hinterkopf, bevor ich ihn wirklich halt in den Stream hole und dass er dann wirklich für sich selber reden kann. Wir haben eine Umfrage und die ist natürlich provokant, wie, ja, sag ich mal, alle meine Sendungen. Ein Stück weit kitzelt das so ein bisschen, ne, halt den Verstand und bewegt vielleicht den einen oder anderen eben mitzudenken. Wenn ich schon von Ralf Bühler spreche, als der Mann, wie ihr hier erkennen könnt, der sonst nie sprechen darf, weil er zu krass ist, dann sollten wir uns oder könnt ihr euch, liebe Freunde, im Rahmen unserer heutigen Sendung auf jeden Fall im Hintergrund immer wieder die Frage stellen, wie findet ihr Ralf Bühler? Ja, ihr könnt direkt über den Chat eben abstimmen, Ausrufezeichen Vote 1 in den Chat, liebe Freunde, für diese Option. Der Mann ist zu krass, der darf auch weiterhin, bitteschön, bei uns nicht reden und gehört in Anführungszeichen verbannt und bestenfalls in der zweiten Reihe aufgestellt. Wenn ihr das meint, dass Ralf zu harter Tobak ist, dann könnt ihr natürlich dieser Meinung sein, aber vielleicht werden wir diese Meinung auch heute widerlegen. Zweite Meinung ist, der Mann ist vernünftig und verdient es, gehört zu werden. Ausrufezeichen Vote 2, wenn ihr im Nachgang oder jetzt schon meint, dass tatsächlich dieser Mann halt valide Punkte hat und wir uns auf ihn mehr einlassen sollten. Und wenn ihr aber wiederum meint, und das ist das ganz Spannende, nein, nein,
Bei aller Liebe, so krass wie der Ralf teilweise drauf ist, ja, angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, muss er noch härtere Töne anschlagen. Brauchen wir noch mehr Leute wie ihn. Und er ist noch zu harmlos und nicht vehement genug, ja, in seiner unnachgiebigen Art, auf die er die Sachen halt eben so ausdrückt. Dann könnt ihr euch für Ausrufezeichen Vote 3 entscheiden, um, wie gesagt, entsprechend auf diese Art und Weise eure Meinung kundzutun. Wie gesagt, es ist ein bisschen unfair, im Vorfeld schon diese Frage gestellt zu haben, weil noch kennen ihn ja wahrscheinlich die wenigsten von euch. Ganz ein unbeschriebenes Blatt ist er aber auch wiederum nicht. Das heißt, der eine oder andere wird sich eventuell eine Meinung schon zu ihm gebildet haben. Und wir werden mal gucken, ob wir die jetzt bestätigen, widerlegen, ja, oder irgendetwas dazwischen werden. In diesem Sinne, Ralf, krieg dich mal bitte wieder ein im Hintergrund. Ich möchte dich jetzt gerne in den Stream holen. Ja, gib mir mal den Daumen nach oben, wenn du soweit bist. Dann kriegen wir das zusammen hin. Wunderbar, hier ist er im Stream. Willkommen bei uns, lieber Ralf Bühler. Hallo, mein Guter. Dankeschön, schön, dass es jetzt noch geklappt hat. Muss doch nicht live im Studio sein, ne? Also ich habe dich oft eingeladen, lieber Ralf, ne, nach Dresden zu mir zu kommen. Und du warst ja auch schon, mindestens einmal warst du bei uns in Dresden und eigentlich in greifbarer Nähe. Da habe ich dich sogar eingeladen, aber da haben terminliche Gründe eben dagegen gesprochen. An sich, ja, hätte ich dich natürlich gerne physisch auch bei mir im Studio begrüßt, aber was soll's? Wir machen eben das Beste draus und wir müssen ja auch ein bisschen an die Effizienz denken. Mir war es ein Anliegen, mein Lieber, mit dir zu sprechen, vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass der 1.8. bald ins Haus steht. Du bist ja, sag ich mal, ein erfahrener Demogänger. Wir werden vielleicht in der zweiten Hälfte dieses Gesprächs auch ein Stück weit darauf eingehen. Ja, was hast du überhaupt vor am 1.8.? Ich werde ja überhaupt, liebe Freunde, das ist vielleicht für euch ganz wichtig zu wissen, einen Bonus-Stream heute abfeuern zu diesem Thema. Aber bevor wir, wie gesagt, dorthin gehen, liebe Leute, möchte ich mich komplett auf Ralf eben einlassen. Ich kenne ihn als einen Demogänger und ich kenne ihn als einen begnadeten Redner auf Demos. Aber Ralf, dein Ruf, der eilt dir ein Stück weit voraus und manchmal ist es ein guter, und manchmal aber ist es ein schlechter. Ich habe, wie gesagt, anmoderiert, du bist der Mann, der einigen zu krass ist. Und größtenteils, weil du eigentlich halt, ja, zu ehrlich bist, zu wahrhaftig bist, deine Fakten die Leute zu sehr vor den Kopf stoßen. Bevor wir uns darauf einlassen, für die paar wenigen, die dich vielleicht wirklich noch gar nicht kennen und zum ersten Mal auf meinem Kanal sehen, nur in aller Kürze ein paar Worte zu deiner Biografie. Wo bist du beheimatet? Wie bist du in den Widerstand gekommen? Beheimatet bin ich im Rhein-Neckar-Kreis bei Heidelberg. Ich bin jetzt noch 54, ne? Ich war 55 im November. Ich bin seit 2016 auf der Straße, als die Mia in Kandel auf brutalste Art und Weise umgebracht wurde von ihrem Ex. Jeder muss sich ein bisschen auseinandersetzen, damit weiß, wer der Ex war. Und seitdem bin ich auf der Straße, weil ich gesagt habe, es könnte meine eigenen Kinder oder meine Patenkinder ganz besonders treffen. Und seitdem bin ich auf der Straße, weil wir wissen alle, dass sich seit 2015 unser gesellschaftliches Bild brutalst verändert hat und sehr viel Gewalt auf den Straßen zu sehen ist. Seitdem aktuell auch wieder, wir sehen es ja. Und das ist ein Grund, warum ich raus bin. Und Corona, ja, hat seinen Teil dazu beigetragen. Also ich wäre auch wegen Corona oder gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen, nicht als Corona-Leugner, sondern als Maßnahmenkritiker, und zwar vehement, mit Fakten natürlich. Ja. Du hast ja noch zwei Worte gesagt. Du hast gesagt, erste und zweite Reihe. Es ist mir völlig egal, wo ich stehe, solange ich mit der Wahrheit stehe. Und das Wort Demogänger hört sich ein bisschen negativ an. Ich würde sagen, ich unterstütze da, wo ich kann oder wo ich gebraucht werde, mit meiner Stimme, die ich erhebe, mit der Recherche, die ich betreibe und mit 20 Jahren Erfahrung aus Finanz-, Energiebranche, es gehört zusammen, wo ich so viel gesehen habe, so viele Redner gehört habe, so viele Politiker gesprochen habe, Ökonomen, Wissenschaftler und so weiter und so weiter. Also habe ich ein gesundes Basiswissen. Weiß noch lange nicht alles, das kann keiner wissen, aber mein Basiswissen haut viele einfach vom Kopf. Wenn es doch ein bisschen Emotionalität dazu kommt, gerade wenn es um Todesopfer geht, um junge Mädchen, wo mir das Herz blutet, dann ist das ein Punkt, wo ich aushole und das erscheint vielleicht dem einen oder anderen zu krass, ich weiß es nicht. Aber ich habe schon gesagt, der, wo diese Geschichte ohne Emotion übersteht, ich weiß nicht, der ist kein Mensch, ist eine Maschine wahrscheinlich, ich weiß nicht. Danke dir für diese kurze Zusammenfassung. Wie gesagt, dein Thema ist ja wirklich sehr relevant. Ne? Gewalt hat in Deutschland eigentlich seit 2015 mindestens wirklich explosionsartig zugenommen. Die ganze zugewanderte Gewalt, die wir uns im Prinzip ins Land geholt haben, weil eine Dame, ne, gemeint hat, das müsste ja so sein.
Und seither ist es ein tragendes, sage ich mal, Motiv deiner Arbeit. Du hast gesagt, das ist das, was dich damals auf die Straße getrieben hat. Ich habe hier eingeblendet den Faktenkanal von Ralf, liebe Leute, den ihr sehr gerne auch mit abonnieren könnt. 2480 Abonnenten vertrauen Ralf insoweit schon, als dass sie sagen, von ihm möchten sie sich auch informieren und inspirieren lassen. Und ich habe einfach nur beim Durchscrollen, liebe Leute, da seht ihr mal, wie authentisch der Mann ist, habe ich gemerkt, ganz rein zufällig in seine letzten Posts halt eben reingeguckt und habe gemerkt, wie er im Prinzip seine Rede aus Stuttgart, ne? Stuttgart, glaube ich, war es, vor ein paar Tagen, eröffnet hat und vor allen Dingen achtet mal auf das Motiv, dass er sowohl zu Beginn seiner Widerstandskarriere in Anführungszeichen als auch jetzt immer noch im Prinzip ins Spiel bringt. Also, ich will mal mit was anderem anfangen, als Alfredo gesagt hat. Ihr wisst ja, dass ich für meine Worte selbst verantwortlich bin. Ich mag an dieser Stelle meine Trauer ausdrücken über die Tabida, die umgebracht worden ist, dort nach mein herzlichstes Beileid an die Hinterbliebenen. Ich möchte meine Trauer ausdrücken an das 11-jährige Mädchen, das in Mecklenburg-Vorpommern vergewaltigt wurde und der Täter Bewährungsstrafe bekommen hat. Das vergewaltigte Mädchen war 11 Jahre alt. Und ich mag meine Trauer ausdrücken an die verstorbene 13-Jährige, die nach Österreich gelockt wurde, dort unter Drogen gesetzt worden ist, mehrfach vergewaltigt wurde. Und ich mag meine Trauer an den Hinterbliebenen ausrichten an dieser Stelle. Es ist mir ein Muss, darüber zu reden, weil wir nicht vergessen dürfen, was wir noch für Probleme haben in diesem Land. So, also an dieser Stelle soll mal genug sein. Ja, also diese Menschen sind dank deines Einsatzes, lieber Ralf, unvergessen. Aber natürlich stößt dieser harte Tobak gerade als Eröffnung einer Rede, ne, wo man so ein bisschen eigentlich in der Regel ansonsten immer so ein bisschen hey, ho macht, ne, ihr seid alle klasse, seid ihr noch alle wach und sonst was. Ja, das stößt natürlich den einen oder anderen Demogänger vor den Kopf. Ich kann mir da schon durchaus vorstellen, dass unmittelbar halt im Prinzip im Zusammenhang mit solchen Auftritten von dir der eine oder andere sich entweder raunt, oh boah, das ist schon ganz schön krass, entschuldige bitte, oder aber eben sagt, nee, das ist ihm sogar zu krass und dass du deshalb, ich will nicht sagen Redeverbot bekommst, aber dass man immer mal wieder so, ne, hinbekommt auf bequeme Art und Weise, dich halt eben in die zweite Reihe zu verbannen. Jetzt lass mich dir die provokante Frage stellen, die sich mir sofort aufdrängt, hat im Prinzip die Gewalt, ja, die ja tatsächlich nicht zu leugnen ist, ja, hat die etwas in unserer Widerstandsbewegung zu suchen oder vermischst du vielleicht irgendwie zwei Themen, die an sich so gar nicht zusammengehören und macht das nicht eventuell den Protest ein Stück weit ineffizienter, wenn wir nicht zielgerichtet nur Anti-Corona-Maßnahmen sind? Da kann ich dir direkt antworten. Es stand jetzt, finde ich, dass gar nichts zielgerichtet und effizient ist und alle an einem Strang. Jeder macht seine Show und sein Bühnenprogramm, holt seine bekannten Redner und Musiker auf die Bühne und wie du sagst, singen hi hi ho. Und nach der Demo, Schlusskundgebung, wieder Musik, alle klatschen, gehen nach Hause. Kein Zusammenhalt, keine Verbindung, kein Ziel fürs nächste Mal. Und alle gehen nach Hause, machen die Woche in der Regel den Alltag wieder mit. Es gibt keine Themen, die man vermischen kann. Ich gucke immer auf aktuelle Themen. Diese drei Fälle sind relativ aktuell. Tabida, tagesaktuell fast gewesen. Ja. Tag davor in Louisburg tot gefunden wurde und das 11-jährige Mädchen, verdammte Scheiße, vergewaltigt. Ist ungefähr 6 Monate her. Das ist so aktuell wie, keine Ahnung. Und wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, darüber nicht zu sprechen, was Kinder und Jugendliche in unserem Land wert sind und wer sie schützt? Wir wissen doch alle, dass Corona, Ukraine-Konflikt und die ganzen Geschichten zum Ablenken dienen über den wahren Weg der EU oder Deutschland. Das sind doch Ablenkungsmanöver. Ich war, kann ich dir kurz sagen, ich kenne ja einige von der Welt, die dort immer vor dem Paul-Löbel-Haus stehen in Berlin. Mhm. Ich hab, also von dem Outlet-Welt, ne? Von dem Medien-Outlet-Welt. Was meinst du? Wenn man so sagt, die mit dem Bus da stehen und dann ihre Reportagen alle halbe Stunde abfeuern. Ja, ja. Und da habe ich dem einen gesagt, es geht um Ukraine. Er sagte, ja, du suchst ja auch immer Themen. Bist du jetzt gegen Ukraine oder gegen, oder was bist du? Ich sage, sag mal, kennst du mich überhaupt? Ich muss doch nicht nur für ein Thema stehen. Mich interessieren aktuelle Dinge und darüber rede ich und darüber recherchiere ich. Hm. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, zum Beispiel, weil sie falsche Bilder gezeigt haben, die ersten Tage und Wochen. Du weißt es auch. Dann war seine Frage, geht es dir nur um die Fake-Bilder? Ich habe gedacht, mir haut es vom Boden weg so. Weil ja gerade Fake-Bilder eine gewisse Richtung steuern sollen, die Menschen, richtig? Mhm. Und die Frage ist doch ganz klar,
Wollen wir die Ursachen bekämpfen? Wollen wir in die Probleme reingehen, die wir haben? Oder dann musst du das Problem nennen, so wie ich das mache. Du machst das. Oder sage ich, naja, bloß nichts Falsches sagen, uns könnte ja jemand verletzen. Oder was denken die von einem, wenn man dann so und so denkt? Es ist mir doch völlig egal, was jemand von mir denkt, solange ich mit der Wahrheit gehe und mein Ziel vor Augen habe, meine Patenkinder zu schützen. Automatisch. Die anderen Kinder auch in unserem Land, ja, dass man für die kämpft, damit die eine freie Zukunft haben und nicht nach China-Modell von klein auf mit Maske tragen und so weiter kontrolliert sind. Ralf, also, dass du mit ganzem Herzen dabei bist, das merkt, glaube ich, jeder, der dich reden hört. Egal, ob du eine Rede hältst oder hier bei mir heute im mehr oder weniger beruhigten Interview. Die Frage war aber ein bisschen eine andere. Du bist ein Stück weit nur darauf eingegangen. Glaubst du, wir vermischen die Themen zu stark, wenn jeder wirklich halt auch sein, nichtsdestotrotz zwar relevantes Thema, ne, aber halt wirklich anders geartetes Thema mit in diesen Protest holt? Weil das ist ja ganz oft, sage ich mal so, dass man uns oft reduziert hat, halt eben oft nur auf die Anti-Corona-Maßnahmen. Das geht bei weitem ja natürlich eigentlich längst weiter, aber ist vielleicht auch ein Stück weit uns der Wind aus den Segeln genommen, wenn wirklich jeder auf die Bühne kann und jeder dann im Prinzip sein eigenes Brot da backt, in Anführungszeichen, auf der Bühne. Nein, ich will nochmal, das passt, das habe ich am Anfang gesagt, das passt definitiv, weil wir sind nicht gezwungen, ein Thema zu bespielen sozusagen, zu bekämpfen und alles andere außer Acht zu lassen. Ich kann mit dir, ich will auf die Demo gehen, über Inflation reden, Kaufkraftschwund, über explodierende Energiepreise, Energiemarkt. Das ist natürlich mein Thema lang genug gewesen. Aber Ralf, das machst du auch, ne? Also ich will auch, dass die Leute keinen falschen Eindruck von dir bekommen, ne? Du bist nicht so, dass man dich nicht reden lässt, weil du nur raufgehst und auf einmal über misshandelte irgendwie Elfjährige sprichst, sondern du bist sehr breit aufgestellt, ne? Zu all diesen Themen kannst du referieren und tust das aber auch, oder? Sieht's aus und eins schließt das andere nicht aus. Ich hätte mal ein gutes Beispiel. Corona seit über 2 Jahren. So, jetzt gab's ein Lied. Ich bewerte das überhaupt nicht, dass wir uns verstehen. Es gab ein Lied, Schluss mit dem Lockdown. Wird permanent auf den Demos hoch und runter gesungen. Ist in Ordnung. Ich sag dir eins, wenn uns draußen ein Zuschauer oder Zuhörer sieht und dann die Lieder Schluss mit dem Lockdown, der denkt doch der da draußen, was wollen die? Wir haben doch gar keinen Lockdown. Also ist dieses Lied schon nicht mehr aktuell. Wir brauchen ein neues. Und so ist es mit den Themen, ja. Wenn wir auch Banner haben, die absolut Respekt für die Arbeiter. Wenn wir Banner haben, wir sind die rote Linie, was denken dann die anderen von uns? Die verbinden das mit dem Scholz. Moment, es gibt keine rote Linie. Die wissen gar nicht, wo sie uns hinstecken sollen. Deswegen war in Aschaffenburg mein Wunsch, wir werden das, wenn wir alle Banner tragen, Schilder und T-Shirts, wir sind alle Menschen und wir müssen alle zusammenhalten. Keiner kann uns diffamieren. Sie versuchen es trotzdem, aber keiner kann uns diffamieren, diskreditieren. Wir schreien nicht mehr rum. Wir stellen lediglich auf jeden Zug unsere Fragen an die Zuschauer. Respektvoll, relativ sachlich. Man kann zwischendurch mal Musik abspielen, aber sobald man Leute sieht, wo in Aschaffenburg, dann nimmst du das Mikro und sprichst die Leute an und stellst Fragen. In Aschaffenburg haben wir 100% Daumen hoch gehabt. 100% Daumen hoch. Und so soll es sein, wenn du aber durch den Straßenzug gehst, immer die gleichen Lieder, in der Regel immer die gleichen Leute hörst. Was denken die draußen von uns? Ja, was wollen die? Wenn wir Diktatur hätten, da dürften die gar nicht demonstrieren. Wenn wir Lockdown hätten, dürften die gar nicht laufen. Und das ist das, was die von uns denken. Und ich denke, man kann dagegen wirken, indem man sagt, hey Leute, wir sind alle Menschen, wir müssen alle zusammenhalten, vorne oder hinten, du kennst mein T-Shirt. Und wenn wir das präsentieren, denke ich mal, haben sie es relativ schwer, uns anzugreifen, weil ich will ja keine Angriffsfläche bieten, auch wenn ich klar bin, ja. Ich möchte mal ganz kurz zeigen, dass der Ralf wirklich halt das meint, was er so alles sagt. Und wenn ihr euch fragt, ja, wo ist denn der Ralf auf diesem Bild? Da steht er, liebe Leute. Das da. Das ist der Ralf in dem T-Shirt, von dem er gerade gesprochen hat. Ihr werdet mich ihn gleich ansprechen sehen. Das ist ein aktuelles Beispiel, wie ihr hier erkennen könnt, aus meiner Übertragung vom 16.07. Da sind wir alle beide nach München gefahren. Ja, beide in der Hoffnung, da irgendwie, sag ich mal, mehr bewirken zu können und in München halt ein Stück weit halt auch mehr bewirken zu können. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sind eines Besseren belehrt. Worden. Unter anderem, weil wir gesagt, wir wieder eine Sing- und im wahrsten Sinne des Wortes Klatschveranstaltung erlebt haben. Dieser Teil, den ihr gleich sehen werdet, der Umzug, war noch der effizienteste im Sinne von Widerstand, im Sinne von Öffentlichkeitswirksamkeit und so weiter und so fort. Aber achtet auch mal drauf, wie gesagt, wie leider Gottes der Ralf, der weiß Gott, viel zu sagen hätte, ja, wie der Mann im Prinzip hier schon so ein bisschen wie auf dem Abstellgleis quasi mitschlurfen muss, anstatt ihn vielleicht nicht wirklich ganz vorne, aber wenigstens mittendrin in dieser ganzen Sache zu platzieren.
Sekunde, jetzt kommt er. Michael! So. Und die Affen sind auch am Start. Jetzt, achtet mal drauf. An der Seite, da ist der Ralf. Na, er hat es eben gerade gesagt, wir sind alle Menschen. Und ich denke mal, dieser Gesichtsausdruck, der zeigt schon so ein Stück weit, was du von der Veranstaltung gehalten hast. Ich gehe noch mal kurz auf dich zu. Was du hier? Ralf, der beste Mann im Widerstand. Ich bin wieder schuld. Du im Elia, demnächst nach heute Abend. Du hast Rechtsradikal, weil ich auf der Lautstärke bin. Einmal zwei. Du hast ein Mikro in der Hand. Oh, oh. Ich bin völlig überfordert. Bist du geladen? Nein. Bist du soweit? Geht klein aus, oder? So, natürlich konnte ich, während neben uns da irgendwie ein Auto mit Affengeräuschen, ne, nebenher rollt, kein irgendwie spannendes Gespräch mit ihm führen, aber ihr habt mich sofort versuchen sehen, ja, dass ich versucht habe, den Mann an die, ne, an der Angel quasi reinzuholen, damit wir uns mal austauschen können. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt haben wir es geschafft. Und ich glaube, wir können deinen Auftritt in München zusammenfassen mit, das war er eigentlich schon. Ne? Du hast es nie auf die Bühne geschafft, du musstest dein eigenes Mikro mitbringen, du musstest diese Box quasi da mit dir mithiefen. Und es gab kein Interesse daran, jemanden wie dich, einen politischen Redner, ja, auf die Bühne zu lassen. Man muss eins feststellen, es war ja nie geplant, dass ich in München rede. Aber ich habe ja eine Tour gemacht, die habe ich ja angekündigt bei meinen Freunden, die mir auch folgen. Und habe gesagt, Montag Göppingen, Mittwoch Stuttgart, Donnerstag Freitag Konstanz, wo der Kretschmann da war, Samstag München, Sonntag Aschaffenburg und so weiter. Und das war nie geplant. Aber trotzdem habe ich mal geschrieben gehabt. Und ein Name war Melchior. Ich weiß, ob das der richtige Name ist. Und da hat er gesagt, ja, muss man mal gucken. Irgendwann kam eine Nachricht von ihm und dann, die kann man so beschreiben, deine Strategie ist nicht zielführend, da werden wir uns nicht einig, da kommen wir nicht zusammen. Mhm. Ich habe ihn nach dem Demozug, habe ich ihn konfrontiert damit und das hat ihm gar nicht gefallen, er wollte rumdrehen und wollte weg. Da habe ich gesagt, zeig ruhig deinen Charakter, ist kein Problem. Und dann ist er laut geworden, sage ich, schreibe mich nicht an oder ich werde dir genauso antworten. Dann kam er ein bisschen runter. Also, hat dir deine Show gefallen? Gefällt dir dein Bühnenprogramm? Zell und jenes, die fragen. Ja, aber ich bin doch nur der und der und das macht doch der Olli Lange. Sag ich, der Olli Lange hat dich gefragt, ob ich reden kann, Mittwoch schon. Dann hast du gesagt, nein. Ja, aber ich kenne dich doch noch nicht. Mhm. Aber du hast mir doch geschrieben, dass meine Strategie nicht zielführend ist. Warum lügst du mich an? Also diese Lügerei und so. Und dann, ist egal, es war nicht geplant, aber hätte ich diese Route nicht geplant und meine Freunde unterstützen das ein Stück weit, wäre ich wahrscheinlich direkt nach Hause gefahren, sage ich dir. Aber ich bin ja da, um zu unterstützen. Und die Box habe ich ja meistens dabei. Warum? Unterwegs können wir Leute ansprechen. Das, was in der Regel so wenig gemacht wird. Wir müssen jeden mit den Leuten reden, genau. Mhm. Und du machst es auch wirklich, nicht? Ich zeig mal noch ein Beispiel hier von der Pharma. Pharmaindustrie hat kein Interesse an gesunden Menschen. Wir müssen alle zum Onkel Doktor rennen, müssen einen Maulkorb tragen, müssen Abstand halten, kriegen Antibiotika. Für was? Kriegen eine Spritze. Für was? Was sie jetzt spritzen, kann doch nicht mehr in den Herbst wirken, oder? Im Herbst kommt doch wieder was Neues, oder? Aber jetzt lass mal einen spritzen. Lauterbach hat gesagt, das ist du. Kennen Sie Lauterbach? Der müssen wir vertrauen. Der hat gesagt, das ist du. Der will nicht unser Bestes. Der will es nicht. Nein. Ja, du bist gut drauf. Ganz ehrlich, also wenn ich dich so reden sehe, schon allein dieser ganz kurze Clip, ich weiß natürlich, das ist schwierig, ne? Man muss die Fakten im Kopf haben, man darf sich keinen einzigen Fehler erlauben, weil sonst wird es im Internet von Antifas und hast du nicht gehört, auseinandergenommen. Man muss sympathisch sein, man muss gleichzeitig aber auch Nachdruck haben, man muss Durchhaltevermögen haben, du sagst ja auch schon, du bist 54 Jahre alt, ne? Man muss also auch, sag ich mal, noch die körperliche Fitness haben, mitzulaufen, zu reden, zu denken, nicht zu stolpern, ja, im Prinzip sich keine einzige Blöße zu leisten und gleichzeitig für die Leute nahbar zu sein, aber auch wirklich etwas zu sagen haben. Und wenn ich das aber schon sehe, ja, allein diese 23 Sekunden, die wir uns jetzt gerade gegeben haben, da sage ich, mein Gott, was geht für eine Power von dem Mann aus? Ja? Endlich mal einer, der wirklich halt diese Umzüge nutzt für das, wofür sie eigentlich konzipiert waren. Mal mit den Leuten in Kontakt, in einen Austausch zu treten. Es ist nicht einfach damit getan, dass du irgendein Banner im Prinzip den Leuten vor die Fresse hältst, ja, auf dem da irgendwie steht Frieden, Freiheit, Demokratie. Wir haben in diesem Land sowohl Frieden als auch Freiheit als auch Demokratie auf dem Papier, ne? Aber da fängt die Diskussion eben an. Nur auf dem Papier oder in echt. Ja? Und das kannst du nicht machen mit mal eben einem Banner. Und Leute, Menschen, die bei uns sowohl die Eier haben, als auch die Kompetenz haben in der Bewegung, ja, so etwas ad hoc rauszuhauen. Ralf, du schreibst ja keine Reden. Ne? Ich meine, ich habe sowieso schon kaum noch Respekt vor jemandem, der heutzutage nach über 2,5 Jahren Pandemie noch seine Rede schreiben muss. Was willst du überhaupt noch schreiben?
uns steht das Wasser bis über beide Augenbrauen. Ja? Und die Leute wollen sich aufschreiben, was sie sagen. In München, ich meine, ich musste fast mein Essen wiederkauen, als ich den Mann da irgendwie, Doktor hast du nicht gehört, von Hinterpupendorf, nie gehört, auf einmal im Widerstand, 35 Minuten seine Rede habe vorlesen hören müssen. Ja? 35 Minuten. Und dann dem Ehrengast, der 10.000 Euro kassiert hat, Gunnar Kaiser, auch noch das Wort abdrehen, um nochmal 5 Minuten weiterzureden. Und dann höre ich, der hat 14 Tage lang an der Rede geschrieben. Ja, also ganz ehrlich, ich gebe dir sofort das Wort. Du kannst gleich 3 Minuten hintereinander. Ja, aber ich möchte nochmal wirklich halt meine Unterstützung für deinen Stil zum Ausdruck bringen. Ja, diese 14 Tage lang an irgendeiner geschriebenen Rede da zu feilen, die man dann vor Eingeweihten, ja, 45 Minuten lang vorträgt, bringt gar nichts im Vergleich zu spontan auf der Straße, ja, jemand angesprochen, hier Daumen nach oben kassiert. Dieser Mann hat sowohl gelächelt als auch den Daumen gezeigt, den du nachhaltig beeinflussen kannst, den du nachhaltig erreichen kannst, und am Ende fühlen sich beide Beteiligten gut. Seht ihr es? Da ist das Lächeln auf dem Gesicht. Das habe ich auch jedes einzelne Mal, wenn ich unter die Leute gehe, mit einem Lächeln begegne ich ihnen, aber ich lasse die auch nicht so einfach, weißt du, von der Angel. Wenn ich mich festgebissen habe, dann bleibe ich auch wirklich dran. Das ist meine unnachgiebige Art, und was soll ich dir sagen? Es freut mich, dass wir mindestens einen weiteren in der Bewegung haben, der ähnlich denkt und ähnlich tickt wie ich. Ich fange mal von hinten an. Du hast vom Wolfgang Kochanek gesprochen, der aus Neustadt kommt. Genau. Der hat meinen Respekt. Ich habe mich mit dem Mann unterhalten, der hat was drauf. Der Mann ist ein Unternehmer, der hat mehrere Firmen und weiß, was er mir gesagt hat. Sagt der Ralf, ich habe diese Rede von mehreren Rechtsanwälten prüfen lassen. Warum? So jemand ist gleich am Strick und Richtung Justiz abgeführt, wenn du weißt, wie ich meine, wenn der einen Fehler macht. Der ist relativ neu, seit März im Widerstand, und hat sich aber getraut, als großer Unternehmer rauszugehen und Gesicht zu zeigen. Darf man ihn vergessen. Ich habe ihm auch gesagt, die Rede war ein bisschen schnell, die war auch ein bisschen lang, aber ich bin ja kein Veranstalter. Ich habe gesagt, die, wo er ist, also meine Landau gesprochen hat, die Rede, die fand ich gut. Konnte man auch verstehen. Ich habe ihm gesagt, nicht jeder kann mit deiner Geschwindigkeit umgehen. Aber ansonsten, dieser Mann hat Respekt verdient und er unterstützt Widerstand. Das ist ein Punkt. Das nächste, du hast Frieden, Freiheit, Demokratie. Wir haben keinen Frieden. Wir haben sozialen Unfrieden ohne Ende. Wir haben keine gelebte Freiheit mehr. Wir müssen aufpassen, was wir sagen, wo wir uns bewegen. Wenn wir nicht immer unter Gleichgesinnten sind, kann sein, man kriegt von anderen Ärger. Und wir haben keine funktionierende Basisdemokratie, wie wir es ja eigentlich verdient hätten, nach dem Grundgesetz. Also es ist schon nicht unbegründet, das zu schreien oder auf den Banner zu bringen, aber es sollte ein Teil davon sein. Die Basic einer Demo, finde ich, sollte zu aktuellsten Themen auch Klartext sprechen dürfen. Und wir müssen den Leuten zeigen, dass Corona permanent zur Ablenkung dient, diese Maßnahmen, um die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen, du weißt es, um von allem anderen abzulenken. Alles andere ist nicht mehr so schlimm. Was hörst du jetzt mehr im Fernseher? Ukraine oder Corona? Was hörst du mehr? Was hat die Baerbock gesagt? Wir brauchen russisches Gas, damit wir keine sozialen Aufstände kriegen. Genau. Die haben Angst langsam. Und wir müssen an diesen Punkten müssen wir anknüpfen. Ich habe in Stuttgart alle gefragt, wie lange könnt ihr euren Gas noch bezahlen? Oder macht der Kniebeugen, klatschen in die Hände? Was ist, wenn der Strom abgestellt wird? Könnt ihr dann noch? Und so weiter. Also aktuell, und ich versuche ja nicht mit irgendwelchen Schwurbeleien die Leute zu kriegen, sondern mit aktuellen Problemen, die sie tatsächlich im jetzigen Leben hier und heute betreffen. Ja. Sie sind betroffen davon. Und dann sage ich, wie lange macht ihr das noch mit? Ja. Zusammen gegen dieser Mann hier, der war super, und das war der LKW aus Frankfurt. Und wir haben es so abgemacht, spontan, sobald wir in der Fußgängerzone sind, geht's los. Und da habe ich natürlich rausgehauen. Ja, also ganz ehrlich, gut, dass du ihn in Schutz nimmst. Ich weiß natürlich, fairerweise muss man das auch zugeben, wenn es so ist, sehr wenig über den Kochanek. Aber ganz ehrlich, bei allem, was ich über andere Unternehmer weiß, die auf einmal aus dem Nu kommen und mit Geld versehen um sich schmeißen in unserer Bewegung, ja, werde ich da ein bisschen skeptisch. Nicht nur hat er für mich, im Prinzip meine persönliche Meinung, die zweitschlechteste Rede gehalten, kurz nach Michael Ballweg. Ja, weil, wie gesagt, zu lang, komplett am Thema vorbei und im Prinzip nur vor eingefleischten Leuten, die es ohnehin schon wissen, hätte er sich die ganzen 2 Wochen im Prinzip sparen können. Ja, aber ich werde, wie gesagt, auch noch skeptisch, da klingeln bei mir echt alle Alarmglocken, wenn auf einmal sich jemand so spät einklingt, so viel Finanzkapital mitbringt, so falsch sich präsentiert, irgendwelche weißen Hemden ins Spiel bringt, ja, die auch wieder framebar sind, die auch eine sehr düstere Vergangenheit haben in Deutschland und pipapo. Du hast von hinten angefangen, ich wollte auch nochmal von hinten anfangen, also auch ich habe ein bisschen meine
Berechtigung, weshalb ich solche Leute hinterfrage. Aber ich möchte das heute nicht als eine Show verstanden wissen zum Thema Kochanek, sondern zum Thema dir, deine Auftrittsweise, ja, dein wirklich rabiates, ich meine, guck mal, ich könnte hier noch und nöcher Bilder zeigen, das sind nur die aktuellen Sachen, liebe Leute, von unmittelbar jetzt auf seinem Kanal, ne? Er steht dort oben, das muss man sich auch erstmal trauen, mit seinen 54 Jahren steht der Mann dort oben auf einem, was ist denn das, ein Truck, irgend so ein Camper? Ein Wohnmobil, von Aschaffenburg war das. Ein Wohnmobil, aber nichtsdestotrotz, du stehst da also da oben und dann rufst du da irgendwas runter. Ich habe jetzt erstmal den Ton ausgemacht. Ne? Aber das ist schon, sage ich mal, ein sehr unnachahmlicher Stil. Du bleibst in Erinnerung. Findest du, dass du, also obwohl ich jetzt mit dir konform gehe, dass wir mehr davon brauchen, wir müssen auf Konfrontation oder mindestens Kommunikation mit den Leuten gehen, findest du, dass dein unnachahmlicher Stil, dass er dir mehr im Weg steht und wünschst du manchmal, du könntest irgendwie so ein bisschen selber aus deiner Haut fahren, ein bisschen halt nicht der ganz so krasse Ralf sein oder, also steht dir das mehr im Weg, dieser Stil, oder ist es das, was dich so, naja, unbeschreiblich eben macht, ja, was du nicht wissen möchtest? Also Thema weiße Klamotten, der merke dir einen Satz, Elli, es liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn ich mit weißen Klamotten rumgehe, beim Tanzen ist es, weil ich da damit gut aussehe. Mhm. Wenn ich mit weißen Klamotten auf die Straße gehe, ist es für mich ein Zeichen tatsächlich von Frieden. Was die Geschichte gemacht hat, interessiert mich nicht. Ich bin 67 geboren. Und wenn du jetzt auf alles achten müsstest in der Geschichte, dürftest du gar nicht mehr raus. Das ist auch ein Argument. Ja, ist auch ein Argument. Ich lebe mein Leben, nicht deins. Ich denke selbst, ich rede so, wie ich das für richtig halte und nicht, wie es den anderen gefällt. Kannst du dich erinnern? Berlin, Potsdamer Platz? Ja, ja. Du, ich habe mich für dich eingesetzt, immer, dass du reden solltest, selbst wenn du mir ans Bein gepinkelt hättest. Weil, weißt du, ganz ehrlich, wenn du gegen mich schießt, aber du hast ein gutes Argument, dann lasse ich das gelten. Ich bin belehrbar, was solche Sachen angeht. Ich sage dir eins, mein Lieber, ich schieße nicht gegen dich. Ich sehe gewisse Interviews kritisch, also ganz offen, auch mit Markus Heinz, ist kein Geheimnis, habe ich ein Video drüber gemacht. Ich sehe vieles kritisch, aber du hast meinen Respekt, weil du einfach eine gute Arbeit auf der Straße machst, weil du versuchst, immer sachlich zu bleiben. Und wir haben uns auch, das haben wir vorhin gesagt, hier gibt es auch keine Absprache, welche Themen wir durch und so weiter. Wir sind völlig, wie sagt man, objektiv. Und ich werde ihm ja vielleicht das eine oder andere sagen, also nicht um ihn anzugreifen, sondern um ihn zum Nachdenken zu bringen. Eli kann mir genauso viel sagen, Ralf, pass auf, meiner Meinung nach so und so. Jetzt zum Stil. Du erinnerst mich nicht mehr, kein Mensch kann mich mehr erinnern. Und ich bin der Meinung, dass dieser Klartext notwendig ist. Wenn ich so rede, dass ich nicht angreifbar bin, guck mal, die Polizei war bei mir, Strafbefehl, also typisches, was man halt so erfahren muss, ja. Das heißt, ich mache ja was richtig. Weil wenn ich lügen würde, würden sie mich einsperren oder verurteilen. Bei mir ist keine einzige Lüge dabei. Und ich muss das mit, wie sag mal, mit Nachdruck rüberbringen, meine Message, weil, wie du sagtest, dieses Ablesen ist so, ohne Emotionen, damit berührst du keine Menschen. Ich habe natürlich meinen Stil, wie man sagt, ein bisschen geändert, auf viele, viele Tipps, auf Anraten von Freunden, auch im engsten Kreis. Ralf, pass auf, ein bisschen Emotionen weniger. Du kommst viel sachlicher und es wirkt nicht so geschrien. Daran versuche ich natürlich, mich zu halten. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Todesopfer geht oder, dann werde ich emotional oder um kleine Kinder, dann kriege ich einen Aggress und dann haue ich das emotional raus. Ich kopiere keine Menschen. Ich singe niemand nach, wenn ich manchmal auf der. Weißt du, wo du mich kennengelernt hast? Ich kann nicht dran erinnern. Berlin. War das nicht Berlin beim Schulte? Ja, genau. Fichtner singen, Deutschland zeigt dein Gesicht. Die haben den Text gegessen und ich habe mitgesungen. Das war der Punkt. Und irgendwann bin ich auf die Bühne und dann hast du gesagt, oh, der Mann ist gut, werde ich nie vergessen. So haben wir uns kennengelernt. Danach. Aber sofort auch, ne? Man sagt da auch irgendwie so ein bisschen, im Englischen gibt es diesen blöden Satz, Game recognizes Game. Ja, also im Prinzip Talent erkennt Talent. Ja, und wir haben wenig Leute mit Talent und jeder, der sagt, man braucht kein Talent, um zu reden, ja, der hat es einfach nicht verstanden, liebe Leute. Stellt euch doch mal hin und probiert mal aus der Kalten mit einfach nur, ohne ein Stichwort, einfach nur mit dem Wort los, ja, die Leute nicht einfach nur zu informieren, nein, zu inspirieren. Das ist im Prinzip die Manege, in der wir uns bewegen. Ja, das ist das, was der Gegner tut. Er macht das mit seinen ganzen Lügen dadurch effektiv, dass er wirklich ein Dauerfeuerwerk abbrennt, wirklich einer Extraklasse. Die haben die Besten der Besten, die haben Thinktanks, die haben soziale Ingenieure dabei, ja, die sich Worthülsen überlegen, die reinbringen in die Konversation, in unserer sogenannten Zivilgesellschaft. Was denkt ihr, wo Zivilgesellschaft her ist? Ja, das muss man überhaupt erstmal, sag ich mal, parat haben. Und so etwas dann auch noch ad hoc abrufen zu können, in der Spontanität,
improvisiert, wie wir beide das immer wieder machen, ne, das hat unbedingt etwas mit Talent zu tun. Deshalb muss ich dir ganz ehrlich sagen, auf 10 Meilen gegen den Wind, ne, habe ich sofort gesehen, sobald du den Mund aufgemacht hast, der Mann hat's drauf, den müssen wir reden lassen. Aber Ralf, provokante Frage, steht dir dein Aussehen ein bisschen im Weg? Du siehst ja aus, das ist die Kritik von Leuten, die ich immer wieder höre, der sieht aus wie ein Fascho. Also die Frauen sind noch nicht abgehauen bei mir. Okay. Also, schau mal nochmal zum Thema, zum Art, zum Stil. Die Menschen mit Migrationshintergrund, ich nenne sie immer noch die Ausländer. Warum? In Thailand bin ich auch ein Ausländer und ich bin kein Migrationshintergrund. Und ich sage kein böses Wort. Farang. Du bist dort ein Farang. Ja, ein Farang, ganz genau. Farang, entschuldige, Farang wird es ausgesprochen. Genau, genau, was R nicht sprechen können. Ja, ja. Auf der Straße habe ich das Gefühl, dass 99% der Menschen mit Migrationshintergrund mir den Daumen hoch geben und dann, so wie in Stuttgart, vielleicht hast du es gesehen, kam ein Italiener, sagt, der Bruder, darf ich dich im Arm nehmen? Und ich sage, warum? Deine Worte, du hast zu Recht, das ist die Wahrheit. Ich bin selbst entlassen als Pfleger und so weiter. Ne? Mhm. Die Daumen hoch und ich habe auch denen Menschen versucht klarzumachen, dass die Politiker Menschen mit Migrationshintergrund anlügen und bescheißen, warum sie verstehen die Sprache nicht immer perfekt. Ich habe das diplomatisch gesagt, sie haben mir recht gegeben. Aber alle haben verstanden, diese Impfung, diese Spritze ist nicht gut. Wer mich bekämpft in meinem eigenen Land, sind die Omas gegen rechts, die Frauenstücke. Und es ist halt eben eine möchtegern Antifa. Ich habe nie gedacht, das ist ein Punkt, dass ich in meinem eigenen Land jemals politisch verfolgt werde oder wegen meinem politischen Denken oder von Deutschen angegriffen werde. Ausländische Menschen habe ich hier noch keinen gehabt, der mich auf der Straße einfach angreift, nur weil ich auf einer Demo dabei bin. Noch niemals. Mhm. Steht dir dein Aussehen im Weg? Wirst du reduziert auf die Glatze? Wirst du reduziert auf dein, sage ich mal, doch vehementes Auftreten? Ich habe keine Glatze, ich habe Haare, aber ich habe sie eben pflegeleicht und das sollen die Leute mal kapieren. Und ich habe auch graue Haare mittlerweile und ich finde, dass ich so besser aussehe wie mit grauen Haaren. Es ist mir egal, was die Leute über mein Aussehen sagen oder über deins oder über andere. Es interessiert mich nicht. Soll ich jetzt einen, wie sagt man, Schwarzen nicht auf die Bühne lassen, weil er schwarz ist oder einen Weißen, weil er weiß ist, je nachdem, wo man ist? Jemand mit langen Haaren oder mit kurzen Haaren? Was habe ich für ein Recht überhaupt? Und es ist der Punkt, über Menschen so zu urteilen. Sprichwort, urteile die Menschen nach dem Handeln, nach den Worten, was sie tun, aber niemals nach dem Aussehen. Das lebe ich auch. Willst du ein Beispiel hören? In Baden habe ich gesprochen, da war ein Ordner drin, der hat einen Ledermantel angehabt. Da läuft so ein Typ auf der Demo und macht die Leute Kirre. Herr, würdet ihr jemand als Ordner machen lassen, der einen Mantel von der SS oder NS oder SS-Zeit anhat? Nur gehört so und nichts weiter gesagt, kommt eine Frau und sagt, ja, aber guck mal, da ist ein Typ mit so einem NS oder SS-Mantel, ich glaube, es war NS-Mantel heißt es, oder? So ein Ledermantel, wie die Führer früher angehabt haben, ich weiß nicht. Und dann sage ich, ich habe mal eine Frage. Wenn dir jemand sagt, dein Kleid ist hässlich, das gefällt mir nicht, ziehst du es aus? Na, natürlich war es erstmal verblüfft. Zum Schluss bin ich zu dem Typ, sag du, die Leute reden über dich, sagt er, ich weiß. Und dann hat er mir erklärt, warum er das hatte. Er hatte den Mantel an, weil der Schauspieler in Matrix auch diesen Ledermantel hat. Ich weiß noch, der tut immer so rumschlagen, den Ledermantel. Der hat deswegen den Film an. Wegen dem Film Matrix hat er den Mantel angezogen, so rum. Der hat mit früher doch gar nichts zu tun. Der hat es auch nicht gedacht. Was habe ich vorhin gesagt? Es liegt im Auge des Betrachters. Und dann bin ich auf die Bühne, habe gesagt, hallo, jetzt hört ihr mal alle bitte genau zu. Ganz besonders hier rechts von der Bühne, bis er sich rumgedreht hat. Wir dürfen das nicht tun, was die anderen machen. Die anderen reduzieren uns auf unser Aussehen, auf unsere Klamotten, auf die Flaggen, auf die Banner, auf was weiß ich, Glatze, Hippie, lange Haare, was auch immer. Das dürfen die nicht tun. Und wir dürfen es auch nicht tun. Wenn wir das machen, sind wir kein Deut besser. Also ich bin mit mir zufrieden. Das ist ja das Wichtige. Du bist mit dir zufrieden. Wir müssen mit uns zufrieden sein und vor allen Dingen im Klaren, was wir tun. Ralf, lass mich dir noch eine weitere provokante Frage stellen. Also das wird jetzt kein Ich-grille-Ralf-Stream, aber ich möchte einfach nur mal ein paar der Kritikpunkte, die immer wieder, sage ich mal, mit deinem Namen in Verbindung aufgebracht werden. Ja? Ich möchte, dass du die gerne heute kommentierst oder nach Möglichkeit vielleicht sogar entkräftigst. Also das Fascho-Aussehen, das haben wir jetzt, denke ich mal, zu Grabe getragen, das ist Quatsch. Jeder, der dich im Prinzip so aburteilt, der ist einfach simpel gestrickt und der hat die Zeichen der Zeit nicht gedacht. Ja, das genau. Das sind die Faschos, die projizieren, genau, ihre Faschistoiden.
luciden Gedanken auf Ralf. Jeder hat das Recht, so auszusehen, wie er möchte. Das nächste aber ist, es heißt immer wieder, die scheinen da, ich habe keine Ahnung, ich habe mich mit dir nicht so tief beschäftigt, aber die scheinen in deiner Vergangenheit zu kramen und die holen immer wieder die Rechtskeule hervor und dann vor allen Dingen irgendeine Kontaktschuld. Also ich höre im Zusammenhang mit dir, bitte, ne, nicht falsch verstehen, das ist das, was ich höre, das muss überhaupt nicht stimmen, aber ich höre ganz oft AfD und dann höre ich sogar NPD. Hast du eine AfD, hast du eine NPD-Vergangenheit? Na, ich erzähle dir alles. Hier ist ein Flyer, der gedruckt wurde zum Bürgermeisterwahlkampf. Ich habe, glaube ich, 2018 ein Foto gemacht mit Höcke in Bruchsal. Halt's nochmal hoch. Ja, okay, alles klar. Bürgermeisterkandidat in Hessen, die haben das Foto rausgekramt hier mit dem. Und dann war auch die Frage bei der Podiumsdiskussion, warum lassen Sie sich mit einem Nazi wie Björn Höcke fotografieren? Eigentlich könnte diesen Menschen sofort die Zunge rausgeschnitten. Warum? Moment, das meinst du jetzt aber nicht ernst, ne? Nicht, dass es jetzt schon wieder heißt, er möchte Leuten die Zunge ausschneiden. Er hat metaphorisch gesprochen. Ja? Eigentlich so. Ich habe nicht gesagt, ich mache das. Es sind nicht meine Gedanken. Okay. Warum? Wer heutzutage Menschen als Nazi beschimpft, verharmlost die Geschichte, drücken wir es mal so aus. Du kannst nicht einfach zu irgendeinem Menschen Nazi sagen. Du darfst auch die Alice Weidel nicht als Nazi-Schlampe bezeichnen, obwohl öffentlich sie die Klage verloren hat. Also diese Umgangssprache, die der Gesellschaft schadet, wird über die Politik und über die Medien nach unten transportiert. Also sagen die Leute, Ralf ist Nazi, Höcke ist Nazi. Egal, das ist eine Sache. Ich bin 2018, glaube ich, bin ich auch erst in die AfD eingetreten, habe meine Gründe dafür gehabt, genau zwei Stück. Raus aus dem Euro, das ist unser Untergang, wir spüren es gerade. Raus aus der EU, keine Souveränität nach Brüssel abgeben. Das waren die zwei Gründe, warum ich in die AfD eingetreten bin als Finanzmensch. Und ich habe mir gedacht, als damals Finanzbranche könnte ich meinen Beitrag leisten dazu, weil ich eben ein gesundes Basiswissen habe. Und ich habe damals schon gesagt, wenn ich persönlich ein Stück an Rassismus erfahren würde, also das Geschwätz, wo man sagt, das sind Rassisten, würde ich sofort austreten. Das war meine Ansage. Ich bin ausgetreten, weil ich gemerkt habe, wie in allen Parteien wahrscheinlich auch das so ist, kommunale Ebene, Postengeschacherei, ich wurde verarscht von jemandem, der mittlerweile gestorben ist, also kann ich sagen, der hat seine Strafe gekriegt, weil andere haben gesagt, Ralf, warum hast du dich nicht gestellt zur Landtagswahl? Sag ich, ich wollte. Aber das und das ist passiert, ja, der hat dich verarscht. Eine Sache, der zweite Grund, Alice Weidel und Alexander Gauland sind mit dem Strom geschwommen. Der Gauland hat gesagt, wir müssen vulnerable Gruppen schützen, Polizisten und so Bundeswehr, müssen wir impfen, ja. Mhm. Und die Weidel hatte gesagt, die Pandemie wird uns noch einige Jahre begleiten. Und ich bin dann sofort ausgetreten, weil sie die Sprache benutzen, die die Menschen spalten. Das ist das eine. Und ich bin ausgetreten und habe das auch öffentlich gemacht. Aber was schreiben die Zecken? Ja, seine Gedanken, wo das immer noch rechtsextremistisch ist. Egal, die sollen denken, was sie wollen. Ich bin ein Mensch, andere auch. Ich will respektiert werden, die anderen auch. Und wenn man so leben würde, wäre es friedlich. NPD wird mir nachgesagt. Ich habe mit der NPD gar nichts zu tun, natürlich. Ich war niemals Mitglied. Es gibt auch eine Anzeige diesbezüglich, weil es heißt Ex-NPDler. Gibt eine fette Anzeige, ist unterwegs. Ich habe ja alle Daten, ich kriege alles zugeschickt. Ich war anscheinend mal 2017 in Ludwigshafen, da war die Merkel dort mit der Frau Klöckner und die wurde ausgebuht. Und da war ich alleine auf dem Platz. Alleine. Was weiß ich, verdammt nochmal, wer neben mir steht. Aber da wurden Fotos gemacht, auch hier drauf, da siehst du nur mich und die anderen erkennst du gar nicht. Und daraus wird dann ein Bild gemacht, Ralf Bühler, Ex-NPDler. Ich habe mit der NPD gar nichts zu tun, weil ich weiß, wir haben natürlich diplomatischerweise gute Punkte, soziale Brennpunkte, aber hinten dran steckt für mich Rassismus. Ganz klar, hinten dran. Und ich würde sowas erstens nie wählen, zweitens nie unterstützen. Warum? Es gibt noch einen dritten Grund. Du weißt bestimmt, dass bei der NPD zwei Verbotsverfahren gelaufen sind, Parteiverbotsverfahren, 2013, 2017, meines Wissens noch, wenn die Zahl stimmt. Beide wurden abgelehnt. Und warum? Sie wissen nicht, ob die Gründe der Partei vom VS sind, weil der VS diese Partei natürlich unterwandert hat, oder ob es von der NPD persönlich sind. Und diese Scheißpartei kassiert von uns jedes Jahr mindestens 1 Million Steuergelder. Kann ich sowas machen? An Förderung, ne? Genau, auf Bundesebene, richtig. VS steht ganz tief drin. Und Komma, ich habe auch den Gedanken, sobald der VS irgendwo unterwandert,
dass dann solche Situationen erschaffen werden oder auch in manchen Parteien, wie in der AfD, Kablitz zum Beispiel oder Repple, dass die dann kaputt gemacht werden von solchen Menschen, obwohl die vielleicht Herz auf dem rechten Fleck haben. Das weißt du nicht. Ralf, ich möchte mal kurz unterbrechen, weil sonst redest du noch 15 Minuten ohne Punkt und Komma. Hat das bei dir so ein bisschen halt Programm? Ist das das Schicksal, das dich so ereilt hat, dass du überall, wo du hingehst, als zu krass eingestuft wirst? Die Frage ist ganz konkret bezogen auf die Partei. Jetzt hast du dort Anstoß gefunden an dem, was, ne, der Fisch stinkt immer vom Kopf, die Parteiführung gemacht hat. Zu Recht hast du da deine Prinzipien hinterfragt, dich gefragt, kannst du damit noch konform gehen? Aber hattest du wenigstens dann also auf der Parteienebene, ja, hattest du dort dann in Anführungszeichen die Bühne, mal Wahrheit zu sprechen, wie es sich gehört? Oder war da genau dasselbe Schicksal, dass man dich auch in der AfD und in jeder anderen Partei nicht hätte reden lassen und nicht hat reden lassen? Nein, überhaupt nicht. Ich war auch derjenige, einer ist noch im Landtag, der Rüdiger Kloß, und sein Mitarbeiter, Mensch, du kannst aber gut reden. Warum? Egal, wer vorne gestanden ist, habe ich meine kritischen Fragen gestellt. Eine Alice Weidel mag mich nicht, weil ich sie natürlich bloßgestellt habe auf einem Parteitag in Schriesheim. Ich habe sie bloßgestellt mit dem Mikro. Und natürlich kannte mich nicht ab und die hat mir es auch gezeigt. Die hat mir auch gesagt, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich guck mal, wenn ich in einer AfD bin, dann muss es doch nicht mit allem einverstanden sein. Die Frage ist nur, unterstütze ich den braunen Sumpf der Altparteien, du weißt, wenn man die Farben mischt, oder versuche ich etwas Neues? Und egal, was du von den Altparteien wählst, weißt du genau, du kriegst immer was anderes. Und es ist einfach so, dass die AfD nach dem Parteiprogramm die einzige Partei war, die die Probleme angestoßen hat. Und für mich waren eben die zwei Punkte, die ich genannt habe. Euro und EU machen uns kaputt. Und ich muss doch aber nicht alles mögen. Also mache ich meinen Mund auf, egal wo ich stecke, weil ich will ja was verändern und nicht mitlaufen. Ja, aber Ralf, okay, das verstehe ich jetzt. Wie war denn die Reaktion in der AfD? Du hast jetzt gesagt, du hast den einen oder anderen, ne, sogar sehr namhafte Persönlichkeiten vor den Kopf gestoßen. Hat man das, sag ich mal, haben die ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, aber ansonsten konntest du machen, was du willst? Hat man dich unterstützt? Hat man im Prinzip gesagt, Mensch, jemand, der so gut reden kann, auch bei uns ist das eine Ausnahme an der AfD, jetzt geben wir dem mal vielleicht ein Mikro in die Hand oder irgendeine Art von Platzierung, dass man mal sagt, den lassen wir mal für uns sprechen? Oder war das im Gegenteil, dass du dort auch gegen Windmühlen kämpfen musstest, jetzt, wo du dich endlich in der Partei gewähnt hast, die so ein bisschen mehr das vertritt, woran du denkst und glaubst? Also in der Basisebene habe ich schon meinen Respekt gehabt von den Leuten, das ist ganz klar. Aber als ich ausgetreten bin, habe ich auch von... Ja, was war denn dazwischen? Nee, Ralf, was war denn dazwischen? Du gehst sofort von im Prinzip eingetreten zu, als du rausgegangen bist. Was war denn in den 2 Jahren, während du in der AfD warst? Konntest du in irgendeiner Form wirken? Hat man dich gelassen? Ich meine, dein Ziel, nicht dein Ziel, aber sag ich mal, deine Berufung ist es zu reden. Das ist dein Talent. So würde ich dich in einer Partei verwenden. Konntest du das in der AfD oder hat man dich dort auch in der zweiten Reihe marschieren lassen? Ja, also ich war ja nur Mitglied. Ich hatte ja kein politisches Amt. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Aber auf jeder Veranstaltung, wenn es ein Mikro gab, habe ich das genommen natürlich, ja. Ich kann dir jetzt, wir reden ja nicht über die AfD heute, aber ich kann dir jetzt sagen, wer auf Posten aus war, wer alles mitgemacht hat, oder hätte für einen Posten, kann ich den Namen sagen, aber ist jetzt egal, ist nicht das Thema und ich bin eben nicht so. Ich mache nicht alles, um irgendwo einen Posten zu kriegen. Wäre ich diplomatisch gewesen, hätte vielleicht meine Klappe gehalten. Wer weiß, was passiert wäre, aber ich habe mich eben so entschieden und ich bin mir selbst treu geblieben. Und ich frage dich auch nach der AfD-Vergangenheit nur im Zusammenhang, um im Prinzip etwaige Gerüchte in Bezug auf eben die NPD in erster Linie zu entkräftigen, aber in zweiter Linie, weil es natürlich, sag ich mal, Kontext ist, ne, für die Frage, die wir heute debattieren. Schon damals offensichtlich hieß es, nein, dem Mann kann man kein politisches Amt übertragen, den kann man nicht auf irgendeine Liste setzen, weil, das höre ich jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, der ist auch in der AfD zu krass. Ja, das ist ja im Prinzip das, was dir immer noch so ein bisschen nachhängt, dass du jetzt mit deiner Ehrlichkeit doch anstößt. Und weißt du, was das Witzige ist? Selbst in einer Wahrheitsbewegung, die ja eigentlich Ehrlichkeit suchen müsste. Also wenn Wahrheit krass ist, okay, dann bin ich krass. Aber krass finde ich zum Beispiel schlechtes Verhalten, immer aggro und Leute anmachen, anpürmen, das ist krass. Aber wenn du krass mit Wahrheit verbindest, dann bin ich krass, so ist es. Ja, aber ich werde mein Vorgehen nicht ändern. Ich werde mich nicht verstellen für irgendein Amt, für irgendetwas zu erreichen. Ich rede Klartext und ich muss mir morgens in den Spiegel gucken können. Der Rest ist mir völlig egal, was die anderen über mich denken. Mein Name ist doch eh schon kaputt durch die kommunale Info Mannheim, KIM. Wenn du da meinen Namen eingibst, da kommen diese ganzen Berichte her. Auch wenn sie gelogen sind,
werden sie verbreitet. Egal, wo ich als Bürgermeister kandidieren würde, würde das alles rausgeholt werden, auch wenn es gelogen ist. Haben sie ja gemacht. Ich meine, das ist ja wortwörtlich auf die Füße gefallen, weil du hast ja versucht, Bürgermeister zu werden bei euch dort im Kreis. Und und das ist halt weniger als optimal gelaufen. Ne? Stichwort weniger als optimal gelaufen. Lass uns mal zurückgehen nach München. Ja, jetzt sind wir dort gelaufen, weniger als optimal. Ist das jetzt die Ausnahme von der Regel, auf die ich mich jetzt hier so versteife? Ja, dass im Prinzip man dir in München halt eben ein Redeverbot, ein sogenanntes quasi, erteilt hat. Oder ist das, wenn du dich zur Verfügung stellst? Ja, ist das die Regel, dass die Leute da sagen, nee, Ralf, du lass mal lieber, und sind im Prinzip Aschaffenburg und Stuttgart mehr so die Ausnahmen, die du dann halt so hochhältst, ja, weil du halt in der Regel ansonsten gar nicht ans Mikro darfst. Wie sieht es denn bei dir sonst aus, wenn du dich anbietest? Ja, also eigentlich ganz gut, du kannst dich erinnern, in Berlin, in der Arthur Helios hat die Bühne gemacht, hat dann danach gesprochen, sagte, Ralf, wir erwarten dich am 1. Mai wieder, deine Bühne. Der Arthur gefällt meine Reden, in Stuttgart gefallen meine Reden, in Mosbach, in Eberbach. In Frankfurt mittlerweile, Aschaffenburg, in Göppingen, wo auch immer, Heilbronn, in Mannheim habe ich 2020 im Schlossplatz geredet. Es ist immer mehr so, dass wenn ich auf Demos gehe, dass die Leute mich direkt fragen, sprichst du heute? Mhm. Ich sage, vorgesehen, ich will unterstützen. Aber es wäre doch schön, ne? Und dann versuchen die schon, sage ich, nein, du brauchst nicht zu fragen. Die Leute wissen, dass ich da bin. Mhm. Was von mir hören wollen, soll sie mal sagen, welches Thema. Und dann rede ich. Mhm. München fand ich so krass aus dem Grund, das war ja praktisch eine Friedensdemo. Und ich würde präsentieren, wir sind alle Menschen, wir müssen alle zusammenhalten. Besser geht es eigentlich nicht. Und hätten die mir 5 Minuten gegeben, hätte ich genau das den Leuten rübergebracht. Ja. Das ist das, was mich so geärgert hat. Du musst mir doch keine Stunde geben oder keine 20 Minuten, aber gib mir doch ein paar Minuten, dass ich das, was auf meinem T-Shirt steht, transportieren kann und den Leuten klar machen. Auch die, wo außen gestanden sind, wo dann geschrien haben zu den Leuten, fuck you. Hm. Also ich hätte ihn gefragt, ob er einen Kleinen hat, weil er so psychische Probleme hat und so redet einfach, weißt du. Aber denk daran, dass wir auch, du bist ein Mensch, benehm dich doch gefälligst mal wie ein Mensch und nicht wie ein Psycho. Hm. Also München war jetzt in dem Fall die Ausnahme, und weil es auch mit einer Lüge verbunden war. Zu mir sagt er, wir kommen nicht zusammen, weil meine Strategie nicht zielführend ist. Mhm. Also ich möchte mal wissen, warum. Er hat auch bis heute nicht geantwortet. Und wenn ich ihn auf den Oliver Lang anspreche, der sagt, der Ralf soll reden, sagt er, ich kenne dich doch gar nicht. Also der hat mich angelogen. Aber ich habe jetzt immer mehr das Gefühl, dass die Leute einen Redner verlangen, so wie mich, der einfach mal freischnauze und Klartext spricht. Ja. Mhm. Auch mit einer gewissen Emotion teilweise. Du musst die Emotion mit reinbringen, sonst bist du doch nicht ehrlich. Ich kann, guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. In Baden-Baden habe ich geheult auf der Bühne. Ja, das ist rausgebrochen bei mir. Und habe ich zu dem gesagt, mach das nie mehr mit mir. Der hat mich am Punkt verwischt, wo ich, da haben wir rumgedreht und habe erstmal abgewischt und so. Also der hat mich echt umgehauen. Und ja, das passiert auch mal. Genauso kann ich zornig werden. Ich kann brutal zornig werden, weißt du? Aber ich habe genauso die andere Seite. Weil ich bin ein Mensch mit Herz. Ich bin ein sensibler Typ. Natürlich reagiere ich auf gewisse Umstände. Und wenn es eben, wie gesagt, für manche zu krass ist oder, dann ist es halt so, ich dränge mir nicht auf. Nur ist dann der Punkt, wo ich gesagt habe, wie auch mein Bruder sagt, irgendwann solltest du mal denken, effektiver unterwegs zu sein, weil du reißt deinen Arsch auf, du fährst dein Auto kaputt, du machst das und das und das, nur um mitzulaufen. Ich kann nicht mehr auf eine Demo gehen, um zu klatschen, was mir in der Regel vielleicht nicht gefällt. Oder um einfach nur dabei zu sein. Das schaffe ich von der Zeit gar nicht mehr. Also will ich effektiv unterstützen. Deswegen auch Berlin. Ich versuche die ganze Zeit in Berlin zu sein. Ich habe 2 Termine, aber ich versuche die zu verschieben. Ich will die ganze Woche in Berlin sein. Wir haben 2 Wochenenden. Ja, okay, also Berlin ist eine wichtige, es ist eine spannende Frage, aber wir werden der Frage nachgehen, zusammen mit Ralf. Er bleibt eingeladen und bleibt auch hoffentlich dabei. Er hat gesagt, er hat nach hinten raus noch ein bisschen Zeit, aber ich würde Berlin hinten anstellen, weil da möchte ich eine absolute Sondersendung im Prinzip zu diesem isolierten Thema fahren, aber es wird natürlich relevant werden. Aber über Berlin hinaus gibt es ja auch noch andere Demos, und ich sag mal so, die Demokratie, sie wird ja weder am 1.8. verloren noch gewonnen werden, sondern das ist ja im Prinzip wirklich ein Marathon und kein Sprint. Wenn du jetzt auf die Metaebene gehst und wenn du jetzt mal guckst, du bist jetzt schon seit längerer Zeit als die meisten Leute im Widerstand, weil viele von unserer Bewegung sind ja erst aufgewacht mit Corona, aber du hattest ja dein Thema und dein Anliegen schon früher. Wenn du dir jetzt aber anguckst, wohin im Prinzip die Demos sich bewegen, denen du dich anschließen kannst, wo du überhaupt noch reden kannst,
zu dem einen oder eben zu deinem Thema. Ne? Würdest du da sagen, wenn du das jetzt benoten müsstest, ne? Note 1 bis 6, auf welcher Skala, also auf dieser Skala, wo sind wir da verortet? Gehen wir in eine richtige Richtung oder hast du das Gefühl irgendwie, wir verrennen uns? Und wenn ja, warum? Also erstmal bitte ganz kurz die Benotung und dann, wie schätzt du uns ein? Ich kann dir keine Benotung geben. Das steht mir erstens nicht zu. Zweitens ist es nicht mit einer Zahl getan. Da muss man schon ein bisschen mehr erklären. Kannst du ja gerne machen, aber sag erst eine Zahl und erklär danach. Dann sind wir bei einer 6, machen wir alles falsch oder sind wir bei einer 3 minus? Also, ob wir auch Dinge richtig machen, meinst du so rum, ne? Ja. Dann würde ich sagen, befriedigend, eine 3. Eine 3, okay, gut. So, was können wir besser machen, beziehungsweise was läuft falsch? Ich sage vorab, das, was ich sage, hat nie was mit Spaltung zu tun, sondern mit Aufklärung. Ja. Mir wurde unterstellt von einem Ignaz Bert, ich wäre ein Spalter und menschlich. Aber egal, so Leute gibt es auch. Deswegen sind sie nicht bei uns in Deutschland, sondern hängen irgendwo anders da. Mhm. Wenn wir, das ist meine Überzeugung, wenn wir in diesem Widerstand viel mehr aufrichtigere Menschen hätten, die auch eine gewisse Führungsposition, leider ein falsches Wort, aber ich kann es nicht anders erklären, eine Führungs- oder eine Verantwortungsposition haben, wenn wir in dieser Ebene viel mehr aufrichtigere Menschen hätten, wären wir ein ganzes Stück weiter. Wir haben leider in dieser Ebene, was belegbar ist, viele, die sich, ja, jetzt kommt wieder das Thema, die Taschen voll machen. Und irgendwann sind sie nicht mehr auf der Bühne zu sehen, aus gewissen Gründen. Und das merken auch die Menschen auf der Straße teilweise. Und dann sagen die, hey, was? Also, wenn das so ist, gehe ich dann immer hin, Demos bringen nichts, da wird man nur abgezockt, da ist das. Und die Leute kriegen eine Negativstimmung mit zig Begründungen. Mhm. Wenn aber die Menschen das Gefühl haben, was sie mir teilweise zugestehen, Ralf, bei dir hat man das Gefühl, du meinst es einfach nur ehrlich. Wenn man mehr von ehrlichen, aufrichtigeren Menschen hätten, wären wir ein ganzes Stück weiter. Vor allen Dingen wäre der Zusammenhalt stärker, meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall müssen wir aufhören, immer mehr Gruppierungen zu bilden. Wie du erwähnt hast, guck mal, die weißen Klamotten. Mhm. Nicht, weil es jetzt negative Touch hat, weil für mich steht es für Frieden, sondern komm doch einfach in deine Hausmütterchen-Klamotten, komm doch in Joggenhose und T-Shirt und Turnschuhe, komm doch als Mensch auf eine Demo. Mhm. Wir müssen aufhören, immer mehr neue Gruppierungen zu bilden, egal in welcher Form. Wir müssen aufhören, nur wir sind die rote Linie oder wir müssen einen gemeinsamen Nenner finden. Und wenn das von Anfang an kommuniziert worden wäre, glaube ich, dass wir ein Stückchen weiter wären. Was mir nicht gefällt, dass die Leute immer Querdenker so abtun. Wir haben dem Namen Querdenker und dem Veranstalter Michael Wallweg einiges zu verdanken. Ohne diese Bewegung würde Deutschland immer noch komplett schlafen. Die haben es vielleicht unterschätzt. Was wir jetzt aber machen und was auch mein Wunsch ist und auch von Wallweg hat es auch gesagt, Leute, geht in die Eigenverantwortung. Wir brauchen keinen, der uns führt. Wir brauchen keinen, der uns leitet und sagt, das dürft ihr und das. Wir wissen doch eigentlich, was wir zu tun haben. Wir wissen, dass hier irgendwas falsch läuft in dem Land, ganz gewaltig falsch läuft, ganz besonders Schutz unserer Kinder. Für mich das wichtigste Thema, tut mir leid. Wir wissen doch, dass wir diesbezüglich auf die Straße müssen. Ich sage immer, wo sind die ganzen Eltern? Wo sind die Großeltern, die sich Sorgen um die Enkel machen? Wir wissen doch, was wir zu tun haben. Und solange es keine Menschen gibt, die wirklich explizit auf der Bühne dazu aufrufen und nur ihre Reden runterreden, nur ihre Musik spielen. Ich will es nicht schlecht bewerten. Ich bitte wirklich, das zu verstehen. Ich habe im Moment eine Kommunikation, wo eine Frau sagt, Ralf, ich bin vollkommen bei dir. Musik ist recht und schön, natürlich, aber nicht auf den Demos. Kennst du meine Worte? Ich singe nicht um mein Leben, ich tanze nicht um mein Leben, ich kämpfe wie ein Löwe. Hm. Wir müssen uns darauf besinnen, das ist meine Überzeugung, dann werden wir auch wieder ein Stück weiter. Wir müssen uns vernetzen, außer dieser Telegram-Blase, die nachweislich existiert. Wir befinden uns in einer Telegram-Blase und beschweren uns, dass die anderen in der Mainstream-Blase sind. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wir müssen da raus. Wir hätten viel mehr erreichen können, ist meine Überzeugung. Ja, ich denke einfach so. Und ich habe ja ab und zu mal schon gesagt, Krieg Ralf, wenn man mehr Menschen wie du hätten auf der Bühne, die Klartext reden,
dann hätten wir vielleicht mehr erreicht. Das wurde mir zugetragen. Also ist jetzt kein Eigenlob oder so. Mhm. Aber ein Beispiel Göppingen hat es geheißen, Mensch, so Leute wie dich brauchen wir hier. Wo warst du die ganze Zeit? Das geht mir natürlich runter wie Honig. Warum? Ich habe mit meinen Worten, mit meiner Wahrheit und Recherche die Leute getroffen, auch die, wo außen gesessen sind. Und da bin ich auch stolz drauf. Ich würde gern mehr Leute erreichen außer. Aber ich spreche gar nicht mit den Leuten auf dem Platz an, so wie in Frankfurt, sondern außerhalb. Vielleicht hast du die Rede mitgekriegt von der Paulskirche. Ich habe sie optisch gesehen, reinhören konnte ich nicht, aber ich meine, wer deine Reden kennt, der weiß, das wird schon pertinent gewesen sein. Ja. Die haben es beurteilt dort als eine der Reden in Frankfurt sowieso. Das haben sie im Brandenburger Tor gesagt, das haben sie in Stuttgart gesagt. Also natürlich, und deswegen ist ja wieder der Punkt, warum haben manche ein Problem, dass sie mich reden lassen? Mhm. Denken sie an die Vergangenheit, die ja so böse ist? Ja? Hey, mir ist doch egal, wo ein Mensch herkommt, was er tut, in welcher Partei der ist, welchen Glauben der hat, das interessiert mich doch nicht. Ich bin doch bekannt für mein Denken. Solange der Mensch mit Respekt mir gegenübersteht, kriegt er meinen Respekt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ist doch klar. Und wenn wir genauso wie die anderen sagen, ja, aber der war doch da und der war doch da, wir müssen uns distanzieren. Ich habe den Oberbürgermeister aus Wiesloch angezeigt. Mhm. Verleumdung über Nachrede, Volksverhetzung. Weil er sagt, der Rechtsaußen aus Nussloch läuft mit euch montags spazieren. In Wiesloch. Mhm. Ich war noch nie in Wiesloch spazieren laufen. Also, dreimal bin ich auf dem Rathaus gewesen, wollte einen Termin. Mhm. Hey, man sieht nicht ein, warum man ihnen einen Termin geben soll. Verstehst du? Mhm. Ich gehe dagegen. Ich sage doch immer, zeigt die Leute an, die euch beleidigen. Zeigt euren Bürgermeister an, eure Ordnung. Geht auf die Polizei, macht die Anzeigen. Wehrt euch kommunal von unten nach oben. Vielleicht haben die auch irgendwann die Schnauze voll und denken, hey, warum machen wir das überhaupt mit? Ralf, lass mich dir noch eine Frage stellen, weil sonst bist du wieder 5 Minuten hier am Stück und redest dich im Kopf und Kragen. Also alles spannend. Natürlich wäre ein bisschen Angriffsfläche da. Einerseits sagst du, ne, wir brauchen mehr Führungspersönlichkeiten. Andererseits sagst du, wir brauchen keine Führer mehr, weil alle wissen ja, was zu tun ist. Aber das will ich jetzt erstmal, wir steigen gar nicht in die Diskussion ein. Ich sage einfach, ein andermal müssten wir uns mal darüber unterhalten. Aber ich bin mir sicher, du könntest das dann auch argumentieren. Vielleicht habe ich es auch nur falsch verstanden. Die Frage ist jetzt eine andere, lieber Ralf. Jetzt bist du 54 Jahre alt und du siehst im Prinzip, was es bedeutet, unbequem zu sein. Es ist jetzt eine Frage, die kann man schwer irgendwie nicht emotional beantworten, aber einerseits sagst du, wir brauchen mehr Leute wie dich und ich stimme dir ja eigentlich zu. Aber Leute sagen das. Die Leute sagen das auch, genau. Ich bin ja auch einer, der das sagt. Also insofern, du hast absolut recht. Aber ist es denn ein angenehmes Leben oder bist du überall so ein bisschen dann der Außenseiter? Musst du immer über deine Schulter gucken? Muss man sich, wenn man halt so Tacheles redet wie du, muss man sich dann darauf einstellen, dass man beäugt wird, dass über einen halt eben sich der Mund zerrissen wird, dass man halt eben seinen Platz immer wieder mit Ellenbogen verteidigen muss, dass man sich erwehren muss, wie du jetzt sagst, juristisch. Das sind doch schon Sachen, da muss man fairerweise den Leuten rein Wein einschenken, wenn ihr unbequem werdet und wenn ihr laut werdet und wenn ihr wütend werdet und wenn ihr mal sagt, was Sache ist, liebe Leute. Ralf, deiner Meinung nach, müssen sich die Leute dann einstellen darauf, dass mit denen so verfahren wird, wie mit dir verfahren wurde? Also natürlich ist es so und wir werden ja nicht angegriffen, weil wir lügen, sondern weil wir die Wahrheit sagen, weil wenn wir lügen würden, hätten wir andere Probleme. Ich bin jemand, ich kann dir sagen, wie es ist, ich nehme meine Kraft, mein Power von Nachrichten von meinen Patenkindern. Danke, dass du für uns auf die Straße gehst, für uns kämpfst und immer für uns da bist. Boah, das geht rein, da kriege ich Gänsehaut. Da nehme ich meine Kraft. Die zweite Kraft nehme ich aus dem Widerstand, aus den Demos, wenn Leute kommen, Ralf, ich will dich unbedingt mal drücken für alles, was du tust. Das gibt dir Power, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Auch wenn ich unbequem werde oder das ein oder andere, wie jetzt negativ erfahre oder Gefährdeansprache bekomme, also die Geschichte, die darf ich dir gar nicht erzählen, das ist so lächerlich. Aber egal, die Polizei macht halt den Job. Worüber ich lächle ist, dass die Menschen, die einen anzeigen oder dafür verantwortlich sind, keine Eier, keinen Arsch in der Hose haben, vor einem zu stehen, um mal Klartext zu reden. Hm. Wenn ich hier rausgehe aus meiner Wohnung, aus dem Haus, ich bin vorbereitet. Natürlich gucke ich, wo ich rausgehe. Ich habe immer ein gewisses Ding in der Tasche, legal natürlich. Das heißt, wer mich angreift, muss mit etwas rechnen in Notwehr. Und da habe ich keine Zeit zu sagen, nee, Moment, sondern ich muss reagieren. Weil in Köln sind 8 Antifa mehr gelaufen. Du musst reagieren. Was habe ich da gemacht? Bin ins Kaufhaus, habe die Polizei gerufen. Mhm. Was habe ich gemacht? Abgehauen, weil Kamera ist da. Ja. Ich brauche Kamera. Ohne Kamera verliere ich immer. Verstehst du? Aber ich höre deswegen nicht auf und ich lasse mich deswegen nicht beeindrucken. Was wir machen sollten bei uns im Widerstand,
Wir müssen Gruppen bilden, so wie es auch im Netz zum Beispiel steht, kleine Gruppen bilden. 3, 4, 5 Männer, Frauen, völlig egal, zusammen. Und wir werden nicht angegriffen, wenn wir mehrere sind. Nur eine Einzelperson, vermeintlich schwach, wie wir in Weinheim gesehen haben, in der Fußgängerzone, die werden angegriffen. Menschen, die was hermachen. Und noch 3, ich war mit meinen Freunden in Biblis beim Bürgermeisterwahlkampf Eis essen. Dann stand im Netz, Herr Bühler war mit seinen Bodyguards unterwegs. Warum? Ich war der Kleinste. Dabei waren es nur Freunde. Also hast immer im Auge des Betrachters. Es ist natürlich unbequem, da kannst du ganz klar davon sprechen. Auch jobtechnisch, ich arbeite seit November 20 nicht mehr. Aber hey, what the fuck, ganz ehrlich, soll ich jetzt aufhören, weil das Leben unbequem wird? Welches Gesicht zeige ich meinen Patenkindern, wenn ich auf einmal aufhöre? Ich ist meine Pflicht. Ich kann gar nicht anders. Ich mache, wie du weißt, ich mache kein Geschäftsmodell draus. Ich mache alles aus reiner Leidenschaft und für die Sache gehe ich auf die Straße. Was soll ich noch sagen? Und wenn die Leute mich deswegen verurteilen wollen oder zu krass, oder wäre, bitteschön. Hey, Ralf, jetzt hast du viel darüber gesprochen, wie dir im Prinzip die Antifa, die Gegenseite, begegnet. Ja. Da war die Reaktion ein Stück weit, sag ich mal, zu erwarten, so schlimm es ist. Von der Antifa erwartet man eben nichts Gutes, ne? Dass im Prinzip auch der Mainstream, ja, dass auch die dich im Prinzip verbannen würden, dass Arbeitgeber dich nicht anfassen würden mehr mit der Zange, ne? Weil du dann verbrannte Erde hinterlässt, pipapo, also angeblich. Ne? Das habe ich mir auch noch ein Stück weit denken können. Aber wie gehst du mit der Kritik aus deinen eigenen rein? Wie gehst du mit den Leuten aus dem Widerstand, die dir dann halt eben auf die Art und Weise begegnen? Ich möchte gar nicht auf Melchior herumreiten, weil bei Melchior weiß ich witzigerweise, da hat Oliver wahrscheinlich großen Daumen drüber gehalten, dass das Programm wirklich halt so gewesen ist, wie es ist, und Melchior ist das selber sehr unangenehm gewesen. Er wollte, dass ich rede, der Olli, unbedingt. Der Melchior hat Nein gesagt und die anderen auch. Okay, gut, da sieht man, wie komplex alles ist. Da stecke ich, wie gesagt, als weinender Dritter dazwischen und eben nicht drin. Ich sehe den Melchior aber bald und dann werde ich ihm die Frage stellen. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Ich will gar nicht auf München jetzt speziell drauf rumreiten, aber exemplarisch für München und für was weiß ich, wie viele andere Veranstaltungen, bei denen du nicht reden durftest, obwohl du auf eigene Kosten angereist bist, obwohl du eigentlich nur das Gute im Herzen trägst und Wahrheit sprechen möchtest. Wie gehst du mit dem Widerstand aus dem Widerstand? Also ich habe da auch Unterstützung bekommen, das muss ich sagen. Sonst wäre es so nicht möglich gewesen. Ich habe dieses Wochenende über 1000 Kilometer gefahren und die Woche, glaube ich, waren es 1500 oder so. Wenn ich so einen Widerstand aus der eigenen Reihe bekomme, dann frage ich mich selbst erstmal, wo stehen diese Menschen? Wir gehen jetzt hier nicht auf Bashing, auf Namen und so weiter. Du weißt, dass ich einiges im Hintergrundwissen habe. Ich frage mich zuerst, für was stehen die Leute überhaupt? Wollen sie was verändern? Okay, wollen Sie Demokratie, dann gelten alle Menschen gleich, auch auf der Bühne oder. Und wenn du dann merkst, jemand ist zu arg oder zu krass oder zu extrem, wie auch immer, kannst du dich immer noch von diesem Verhalten distanzieren. Aber von vornherein zu sagen, nein, nein, nein. Ich will, dass diese Geschichte hier, dieses Unrecht gegen uns Menschen im Land so schnell wie möglich beendet wird. Dafür brauchst du erstens mal klare Worte und ein kompletter politischer Wechsel. Wir brauchen Menschen, was sage ich immer, mit Charakter, Persönlichkeit, Verstand und Herz vor allen Dingen. Ja, wir brauchen keine Möchtegern-Puppen, so wie Habeck, der nicht immer weiß, was Finanzen bedeutet oder was Targets Weißhalten bedeutet oder was unsere Derivate bedeuten, die unseren Staat kaputt machen. Ja, ich bin Finanzmensch. Der könnte niemals jemand wie mir das Wasser reichen. Und sowas sitzt in der Regierung. Ja, ich frage mich dann, wo stehen die Leute und was können wir tun, um den Zusammenhalt zu stärken? Ich sage klar, ich will nicht spalten. Es liegt mir fern, das weißt du selbst. Aber wenn wir nicht, ich drücke es mal diplomatisch aus, die unaufrichtigen Menschen nennen, kommen wir nicht an ein Ziel. Das ist Tatsache. Darüber müsste man extra live machen von 2 Stunden. Man kann auch die Leute mit einladen, konfrontieren mit den Fakten. Und dann würden die Leute merken, was passiert. Ich bin zu jedem Gespräch bereit. Es gibt Menschen, doch jetzt muss ich einen nennen, der mir aus dem Weg geht. Weißt du wer? Der mir explizit aus dem Weg geht, auf Stammheim wieder, wo man Stammheim war. Na, das muss ja jemand aus der ganzen Stuttgarter QD-Ecke sein. Also Markus Heinz geht mir aus dem Weg und sagt es auf öffentlichen Sprachnachrichten. Okay, aber Markus Heinz hat mit QD nichts zu tun. Also ich meine, gut, Ulm ist im weitesten Sinne Stammheim, ja, aber. Wir kennen alle QD, Heinz durch QD, Berlin,
Ohne das würden wir kein Dings kennen. Sattelmeier, kein Ludwig, kein Heinz. Wir würden die Leute ohne Querdenker nicht kennen. Elia, gibst du mir recht? Also pass auf, lass uns das Thema gerne im nächsten Stream debattieren. Du bleibst ja dabei. Ich möchte jetzt, bevor wir jetzt wirklich uns auf andere Personen vielleicht fixieren, ja, diesen Abend oder diese Sendung zumindest zu einem Ende bringen. Wir haben, denke ich mal, einen sehr guten Rundumschlag gemacht, den Leuten dich als Menschen näher zu bringen, vielleicht ein bisschen zu beleuchten, warum du eben als der Mann gilt, der nicht sprechen darf, weil er zu krass ist, aber gleichzeitig auch wiederum viele Möglichkeiten hat, offensichtlich doch eben immer öfter, und das ist auch richtig so, eben ans Wort eben zu treten. Liebe Leute, während ich den Ralf bei uns behalte, ich wollte gerade sagen verabschieden, aber bleibt er bei uns, ne, während ich diese Sendung zum Ende bringe, hier es wäre eure Möglichkeit, nochmal reinzuspringen. Ne? Also wir haben hier eine Umfrage laufen, wie findet ihr Ralf Bühler? Ich habe euch diese Frage eingangs gestellt. Ja, spannender ist es natürlich jetzt zu erfahren, wie ihr im Prinzip denkt über den Mann. Ist der Mann zu krass? Soll er weiter nicht reden? Ja, das hat bis jetzt noch kein einziger gesagt, aber vielleicht ändert sich ja die Situation jetzt. Die meisten von euch sagen hier, das sind 85%, lieber Ralf, sagen, der Mann ist vernünftig und verdient es, gehört zu werden. Ja, insofern scheinst du da ein ganz gutes Bild von dir abgegeben zu haben. Zwei haben sogar gesagt, nein, der Mann ist noch zu harmlos, ja, und nicht vehement genug. Also ich denke mal, wir wissen so ein Stück weit, wohin die Reise geht. Gut, das haben die Leute natürlich gesagt, entweder während der Sendung oder noch im Vorfeld der Sendung. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt noch beeinflussen, eben diesen Zustand, liebe Leute, Ausrufezeichen Vote und dann die Nummer der Antwort, für die ihr euch entscheiden wollt, Ausrufezeichen Vote 1, Ausrufezeichen Vote 2, Ausrufezeichen Vote 3. Aber wie gesagt, das endgültige Urteil ist weder über Ralf gefallen, noch steht es mir zu, das überhaupt in irgendeiner Form über ihn eben zu fällen. Wir wissen sowieso alle nur so ein Stück weit, was wir halt eben erkennen können aus der Distanz, in der Haut selbst, in den Schuhen steckt man nicht. Und bevor wir aber im Prinzip wirklich halt uns heute Abend verabschieden, will ich sagen, sich mit dir zu unterhalten, auseinanderzusetzen, öffnet einem die Augen, aber ist auch wirklich, du gehörst zu diesem speziellen Menschenschlag, wo jeder neue Satz, ja, öffnet auch quasi einen neuen Denkhorizont. Und das ist auch gut so. Es gibt vieles, was wir im Prinzip uns, was wir überdenken sollten. Und überhaupt ist das Nachdenken eine sehr produktive Angelegenheit, zu der ich die Leute immer wieder einlade. Und ich möchte sehr gerne das eben mit dir weiter tun. Wir sind immer mal wieder, so ein bisschen haben wir damit geflirtet, fast heute dahin abgedriftet, ne, dass ich dich schon mal gefragt hatte, wie stehst du eigentlich zum 1.8.? Wie stehst du zu bestimmten Protagonisten? Ne? Ich sag mal so, du hältst nicht hinterm Berg mit deiner Meinung. Du hast hier das Statement von Dr. Alexander Christ bei dir im Kanal geteilt, warum ich am 1. August dabei bin, weil Widerstand zur Pflicht wird, wo Recht zu Unrecht wird. Ja? Und dieser Frage, ne, wo im Prinzip ein Ralf oder ein Alexander Christ oder aber auch ihr sein werdet, liebe Leute, dieser Frage werden wir jetzt im Bonus-Stream nachgehen, der unmittelbar in 5 Minuten also beginnt. Ich kann euch dazu einladen und heute so zahlreich wirklich wie möglich, weil auch wenn das für mich mein Brot und mein Erwerb ist, diese journalistische Tätigkeit, du hast gesagt, du machst daraus kein Gewerbe, aber für mich ist es das, womit ich mein Geld verdiene. Ralf, kein Problem. Ich weiß, du stehst zu mir absolut, absolut loyal, was das angeht, und du erkennst den Wert meiner Arbeit auch an. Lange Rede, kurzer Sinn. In der Regel, Sekunde, lass mich das bitte zu Ende moderieren, wir können ja nachher weiterreden. So, in der Regel sind diese Streams auf meiner eigenen Plattform, liebe Leute, sind die kostenpflichtig. Heute sind sie komplett kostenlos. Das bedeutet, geht auf etvc.de oder etvideocontent.com. Alle Wege führen nach Rom. Alle führen sie zu eben unserer Seite, unserem Gespräch, das jetzt unmittelbar auch euch die Möglichkeit gibt, mit uns in den Austausch zu treten, weil ich möchte auch von euch und von Ralf und von gerne jedem anderen, der sich traut, dazuzukommen, eben wissen, was macht ihr denn am 1.8. Berlin oder nicht Berlin? Das ist hier die Frage. Ja, geht also sehr gerne mit hin. Die Moderatoren, sie führen euch den Weg dorthin. Ihr müsst euch heute wirklich nur registrieren. Das kann jeder. Ihr braucht nur eine E-Mail-Adresse. Ihr braucht keinen einzigen Cent an mich zu überweisen. Und dann seid ihr heute mit dabei bei diesem eventuell kontroversen, aber eventuell auch wirklich sehr nachvollziehbar, im Prinzip spannenden Thema, ja, wo wir relativ eindeutig uns alle positionieren sollten. Ralf, du hattest gerade noch was auf den Lippen. Was wolltest du noch mitgeben? Unterstütze Leute, die auf die Straße gehen, die was tun. Du bist auf der Straße, so gut wie es geht. Du bist auch schon, du hast schon total scheiße ausgesehen, so müde warst du. Ja, und du bist trotzdem draußen und du hast bei dir eine super Qualität. Ich beurteile nicht deine Interviews. Ich bin nicht mit allem einverstanden. Aber du tust etwas und du bietest Möglichkeiten. Deswegen habe ich doch gar kein Problem, wenn dich jemand, also würde ich nie was sagen.
Weißt du, ich meine, also, das steht hier. Nein, mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen bei dir, aber immer mal wieder kommt ja Kritik, wieso bei dir, ne, von wegen, du seist AfD, ich sei nur geldgeil, beides können wir natürlich entkräftigen, aber nichtsdestotrotz, Leute, wir verheimlichen nie, so wie der Ralf, er verheimlicht nicht, er war in der AfD, er ist da ausgetreten, ich kann nicht von Luft und Liebe leben, deshalb, wenn ihr mich unterstützenswert findet, wenn ihr auch diese Sendung gerade irgendwie so gefunden habt, dass die einen Mehrwert für euch hattet, ihr könnt euch den gerade mal 4 Leuten anschließen, liebe Leute, könnt euch selber mal ausrechnen, was man verdient, wenn 4 Leute einen pro Abend unterstützen, ja, aber den könnt ihr euch anschließen, ja, wenn ihr meine journalistische Arbeit gehört, eben honoriert. Michaela hat das heute getan, 5,49 Euro, danke dir dafür. 3,77 einer meiner Kläuse, 3 Euro von Dominik und einer ist sogar zweistellig gegangen. Matthias F. hat 10 Euro heute geschickt. Summa summarum, unter Mindestlohn immer noch, auch ich zahle, genauso wie der Ralf, dafür drauf, ja, dass wir dieser Tätigkeit halt eben nachgehen können. Und ich bin immer noch nicht zufrieden, denn ich werde unmittelbar jetzt eine zweite Sendung für euch raushauen, zu der ich euch einlade, kostenlos dazu zu kommen, weil mir einfach eure Meinung wichtig ist und weil wir zusammen dieses Thema auch besprechen sollten. Das macht überhaupt keinen Sinn, da die Leute, sage ich mal, vor verschlossenen Türen stehen zu lassen. Ralf bleibt dabei im Hintergrund, nimmt er sich aber genauso wie ich 5 Minuten Zeit, um entsprechend kurz mal frische Luft zu schnappen. Und dann werde ich ihn und hoffentlich auch sehr gerne euch eben auf der anderen Seite, nämlich auf etvideocontent.com, begrüßen können. Ihr könnt noch mal einen Moment im Chat bleiben, da werde ich euch noch mal im Prinzip den Link, den klickbaren Link dahin eben geben, weil für den einen oder anderen wird es ja sogar zu schwierig sein, etvc.de ja, in einen Browser einzutippen. Deshalb, liebe Leute, ich denke wirklich an euch, ich versuche das denkbar, wie gesagt, für alle möglichst nachvollziehbar und einfach zu gestalten. Und an dieser Stelle, wenn ihr auf einer Seite landet, die dann so aussieht, seid ihr am richtigen Fleck, da braucht ihr euch nur noch zu registrieren. Ihr klickt einmal auf das riesengroße Bild, wählt den Registrieren-Button aus, nutzt dann, wie über 70% von euch das machen, entweder eine dieser Optionen, Facebook, Google oder Twitter, dann habt ihr nämlich schon schnell ein bestehendes Konto oder aber ihr legt euch das Konto einfach schnell an, einmal kurz registriert, dann geht im Hintergrund der Stream sofort für euch weiter und in 5 Minuten bin sowohl ich als auch der Ralf für euch zur Stelle. Es wird nicht nur ein Gespräch zwischen mir und Ralf, ihr könnt selber mit dazukommen, wenn ihr wollt, bereitet euch vor, holt euer Handy raus, macht Zoom startklar, ich freue mich von euch zu hören, wir reden jetzt gleich also über eben die Frage, was ihr macht am 1.8. Ralf, ja, während du noch da bist, in dieser Sendung sei es auch nochmal gesagt, vielen herzlichen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Hat Spaß gemacht, es war spannend, dich kennenzulernen und du bleibst ja auch noch bei uns. Deshalb, was auch immer wir noch für Fragen zu klären haben, wir machen das jetzt unmittelbar im Nachgang. Ne? Gut, also, liebe Leute, Ralf bleibt uns erhalten und ich hoffe, auch ihr bleibt uns erhalten. Ich habe es einfacher gemacht für alle Leute. Es geht weiter auf etvc.de. Geht einfach auf diese Seite. Heute ein kostenloser Stream, zu dem ich euch alle einlade. Jeder kann sich registrieren, der weiß, wie man eine Tastatur bedient, der eine E-Mail-Adresse hat, damit er sich irgendwo einloggen kann. Ganz da oben links in der Ecke, neues Feature bei uns auf dem Kanal. Da seht ihr, worum es jetzt also in der Bonussendung gehen wird. Es geht um die Frage, was macht ihr am 1.8. Berlin oder nicht Berlin? Das ist hier die Frage. Wer unterstützen möchte, weshalb auch immer ihr das heute tun solltet, bei einer kostenlosen Sendung, der kann sehr gerne diesen Gutschein verwenden, 20 Juli 22, da könnt ihr nochmal 20% auf die Monatsmitgliedschaft sparen, ja, aber falls ihr das heute nicht tun solltet, nehme ich es euch nicht krumm, wie gesagt, heute geht es um eure Teilnahme und zu der lade ich euch ganz, ganz herzlich ein, auf unserer eigenen Plattform das weiterzumachen. In diesem Sinne, Ralf und ich bedanken uns für euer Interesse und wir sehen uns also in 5 Minuten wieder auf etvc.de. Elli? Okay, dann muss ich mal was zumachen.